Es wird wieder Eis gelaufen und zwar seit 7. Dezember, denn Outdoor-Einzelsportaktivitäten, die sind zulässig. Dazu zählt neben Skifahren, neben Golf beispielsweise auch der Eissport. Und sehr viele Menschen machen davon auch Gebrauch. Ich melde mich hier vor dem Wiener Eislaufverein im 3. Wiener Gemeindebezirk und man sieht schon, es sind etliche Menschen auch noch in den späten Abendstunden hier, um dem Eislaufvergnügen so richtig zu frönen. Maske ist zu tragen, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, überall außer auf der Eisfläche. Da ist er nicht zwingend vorgeschrieben, aber die Ordner, die sorgen dafür, dass das tatsächlich auch eingehalten wird. Ja, und Eislaufen ist der große Hit, nicht nur hier, sondern auch am 24. Dezember, denn dann wird der große Wiener Eistraum am Wiener Rathausplatz eröffnen, früher als normalerweise, denn normalerweise eröffnet der Eistraum ja erst in den Jännermonaten. Wir werden sehen, wie das Ganze auch weiterhin vonstatten gehen wird und mit diesen Informationen wieder zurück ins Studio.